Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr habt gut gegessen. Es ist Freitagabend, endlich Wochenende und nun, dieses Wochenende wird sehr ruhig, geplanterweise. Ich hätte eigentlich wieder ins Meer fahren können, aber da ich mich heutzutage gut genug kenne, und ich weiß, dass ich den Samstag sehr genossen hätte am Meer, aber der Sonntag dafür sehr anstrengend geworden wäre, habe ich mich dagegen entschieden. Und mache ein komplettes Wochenende nur mit mir. Ja. Mal schauen, was ich so machen werde, aber ich brauche einfach mal ein Wochenende Ruhe. Das heißt, dieser eigentlich Wochenend-Vlog wird noch spannender als sonst. Aber mal gucken. Nur weil ich mehr Zeit für mich haben will, heißt das ja nicht, dass ich nicht vielleicht sogar rausgehe. Ein bisschen spazieren gehen oder so, je nachdem wie das Wetter ist. Das ist nämlich auch wichtig, wie mir meine alten Knochen und meine nicht vorhandenen Muskeln regelmäßig sagen. Aber nun gut. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Feierabend angesagt. Die Wohnung ist schon sauber. Die Meerschweinchen auch. Das Wochenende kann anfangen. Und ich werde jetzt erstmal die letzte Folge meiner Serie gucken, die zuletzt wöchentlich lief und deshalb kam heute einfach die letzte Folge. Deshalb werde ich sie jetzt gucken, auch wenn sie nicht so spannend ist. Egal. Trotzdem freue ich mich drauf. Dazu ein Glas Wasser. Wir lassen das mal lieber dieses Wochenende mit dem Alkohol. Wie gesagt, die Chemiefabrik in meinem Kopf ist zurzeit ein bisschen durcheinander. Deshalb brauche ich auch dieses Wochenende für mich. Und da sollten wir nicht unnötigerweise noch andere Chemikalien dazu packen. Deshalb Wasser es ist. Köstlich. Egal. Ich werde das Wochenende genießen und ich habe auch ein paar Sachen vor. Nur weil es Me-Time ist, heißt das ja nicht, dass ich nichts mache, sondern rein theoretisch könnte ich ein Buch lesen, ich könnte meine Sticker zu Ende malen, die ich neu angefangen habe. Ich will immer noch ein neues Logo machen. Ich will einen neuen Schrift Zug entwerfen für eine kommende Serie. Ich will eigentlich sogar noch mal ein Video aufnehmen für die Serie, die ich geplant habe. Also für die kurze Serie. Also, es gibt die kurze Serie mit dem Regal und es gibt eine lange Serie, die nächstes Jahr irgendwann anfängt und erst dann geplant ist, weil man muss ja nicht immer gleich alles auf einmal machen, ne? Ja, auf jeden Fall, dafür wollte ich noch ein paar Sachen vorbereiten. Es gibt so viele ungespielte Spiele in meinem Regal. Es ist ein Trauerspiel. Das war zu viel Spiel in einem Satz. Ach ja, die Krux daran, wenn man in der Gaming-Industrie arbeitet und die Spiele, die man selber published oder vermarktet, auch noch mag. Es ist echt furchtbar. Egal, vielleicht schaffe ich es da ja mal reinzugucken. Oder zumindest, ja, reinzugucken. Ob ich es dann auch zu Ende spiele, ist eine andere Sache. Wegen der Länge, nicht wegen des Spiels. Ja, vielleicht lerne ich ein bisschen Koreanisch. Auf jeden Fall habe ich jetzt 2 Tage, in denen ich endlich mal das machen kann, was ich sonst eigentlich abends machen wollen würde, wenn ich nicht so verdammt müde wäre und mein Hirn nicht einfach ausschalten würde, sobald ich den Arbeitslaptop runterfahre. Das heißt nicht, dass ich überarbeitet bin, das heißt nur, dass mein Kopf nicht ordentlich funktioniert. Und ich faul bin. Oder auch nicht.
Diese Chemiefabrik, die Gase, die sorgen dafür, dass man abends immer so schlecht denken kann. Vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag in denen stand, das ist ganz furchtbar. Aber zumindest wissen wir, weiß ich heutzutage, aufgrund von jahrelanger Erfahrung und jahrelanger Begutachtung, wie ich damit umzugehen habe und dass ich leider auch mal zu etwas, was ich eigentlich super gerne machen würde, Nein sagen muss, weil sonst am nächsten Tag eine chemische Explosion in der Gasfabrik, in der Chemiefabrik entsteht. Und dann braucht man immer einen Tag, bis das Feuer wieder gelöscht ist. Und den habe ich jetzt gerade nicht eingeplant, deshalb. Balkonien it is. Aber ich will mich jetzt auch nicht länger bei euch beschweren. Sonst wird der Anfang so lang und danach kommen keine ordentlichen Bilder mehr. Deshalb genießt einen weiteren Vlog, in dem nichts passiert. Schöne Bilder, hoffentlich entspannende Musik. Vielleicht sollte ich mal neue googeln. Und sollte ich nichts mehr sagen, weil mir einfach nichts mehr einfällt, bis nächste Woche. Prost. Trink genug Wasser. Ist wichtig. Ich hole mir noch ein Glas.